Wurzelwupp. Der Wisch bei der Ricky Rommelfrups, piepste Willi Wurzelwupp. War nicht geliebt, Pap. Der Wisch, so jo. Der Ricky Rommelfrups als ein Maus, mehr richtig ein Mausbuff. Mir nach mir richtig ein echter Maus-Lausbuff. So ein wie der Willi Wurzelwupp. Mir, der Ricky Rommelfrups, hat etwas Emulisches. Ein Kugel aus farbischem Glas. Die Kugel kann ihn durch die Langgang vom Maushaus holen, wo Trommelfrups Familie wohnt. 10 Meter weit an einem 17 Ecken, rup an der Hof. Die Gläser Kugel ist aber nicht ähnlich wie der Schick, der den Toni im Schumannsbauer sein Beruf für ein 3D so verzweifelt gesicht hat. Sie ist ihm aus der Tasche gefallen, wie jene, was Fisch gelaufen ist. Er hat aber auch gleich etwas gemerkt. Aber für dich tut ihr müssen mit der Hand an der Tasche wollen, für nur zu gucken, an ihr Hirn, der hat groß Lach an der Tasche entdeckt, als er sich umgedreht hat, noch lang kein Schick mehr am Gras. Der Papa Rommelfrups war nämlich flick aus seinem Maushaus rausgehuscht und hat die Farbeskugel mit der Nuss an die Mauslach rausgeschubst. Kein Mauspap kann seinem Mausbuff mehr etwas Schönes und Praktisches schenken wie so ein Schick. Doch für ist das los so. Der Mausbuff Ricky hat ein Schick und der Mausbuff Willi hat kein. Und der Willi will bei der Ricky laufen, viel mit ihm zu spielen. Das ist die natürlichste Sache von der Welt. Mehr der Papa Wurzelwupp krummelt. Was tust du dann Bimo mit dem Ricky? Du hast dir doch sonst nicht viel aus dem Buff da gemacht. Mal los, jeden Tag, pöspert Mama Wurzelwupp, wie der Willi ja Bimo aufhängt zu kreischen. Aber dass der pünktlich für doofes Essen nicht sein Heimpass, sagt der Papa Wurzelwupp. Und ich kann dir so ein. Wie dann? Und wer das dann da oben auf ihm lassen? Mir durchstimmt doch etwas nicht. Schrecklich. Du scheint es dann noch wieder lassen zu gehen. Es kennt immer mich noch. Oh, wer der Glück, dass wir hier nicht an einem Maushaus an der Wand sind. Fürchterlich, greislich, haucht Mama Wurzelwupp. Eis ganz von ihm zittert. Du, ich meine nur verzittert, wie das ist, meinte Papa Wurzelwupp. Papa, darf ich dann losgehen? Bittelte Willi. Meinetwegen, grummelte Papa. Aber für dich gucke ich nur, wie ihr da draußen ausgesagt. Für ihn zurückkommt, hat ihn eine interessante Neuigkeit abzudischen. Et Vogel kennt doch noch wieder, erzählt ihn. Sie haben den Steiernäse am Fiske los. Der Steier? Riecht Mama Wurzelwupp sich ab. Der Kamedismischer, der Bülles. Tja, antwortet Herr Wurzelwupp. Ich fährt ein Hautwackel, da ist von ihm nach mir wie ein Kehr. Ich menge noch mal Black, als ich stehe ruhig, meint seine Frau erlauschtert. Jo, hier steht auch nicht sein Kehr, du erbiest nur alle Seiten. Ob hier kein Find, dem hier sein topisch vorstellen kann. Wie nass die Stärksten auf der ganzen Welt. A gerle min, von denen nicht gleich antwort. Du Steher, da geht hier vom Steher zertrampelt, bis hier platt als ein wehe Su. Der Wischelo, bittelte Willi. Hörst du da nicht hören? Riecht sein Papp sich ab. Der Steher ist doch der Uwen. Oh Mann, den erwischt mich schon nicht. Ich renne nicht wie der Wand. Könnt nicht davor, solange du stehst auf der Wiese, gehst du nicht aus dem Haus. Wie lange steht denn doch noch auf der Wiese, Pap? Sie Hundejahr ist rausgelost, bis den Ofen bestimmt. Dann der Wischau, die überhaupt nicht. Der kleine Willi kreischt, dass Tränen nicht mehr so gebunzelt kommen, bis es seinem Papp zu dumm geht. Hini verzeiht sich, dass der Steher gerade an zwei Ähnlich hinguckt, und gibt seinem Buff sehr das Erlebnis, rüber bei der Familie Rommelfrups zu laufen. Der Willi rennt los. Gerade an dem Block muss der Steher sein Kap gedreht tun. Der Boden rubbelt.
Ach, schon steht dat Ungeheuer für und dem kleinen Mausbauf. Nimm einen halben Meter vom Ricky Rommelfrupsinger von ihnen weg. Der Steher bückt sein Bretpilz, rollt sein feierisch an, hin und her abrüllt. Wie nass der Stärkste auf der ganzen Welt. Der Willi weiß, was für einen von der Steher gehört. Mir das schimmt so dumm, einfach dasselbe zu sagen, was schon all die anderen für ihn gesagt haben. Hier will der ein bisschen mehr raffiniert machen, er sieht. Indem er St aufhängt und er eher abhält. Mit der Antwort könnte der Steher zufrieden sein. Mir leider hat hier nicht mehr massig Kraft, ein guter Käferstand. Und ihr versteht nicht, dass ihr selber dumm hat gemengt das. Ich werd dir weise, wen die Stärkste nass, brüllt der Steher und will sich auf die kleine Mausbuch werfen. Gleich nicht so platt wie so, wenn mir nicht geschwind enger fällt, denkt der Willi, a schon jetzt hier. Den du hangen hört gesucht. Der Steher geht steif wie ein Fels. Wien, hurlten. Wie war so keng? Den du hangert im Heerkopf, de Roden, rief der Willi. Der Steher rennt auf den Heerkopf durch. Der gescheite kleine Mausbuff aber huscht an die Mauslach von der Familie Rommelfrups bei seinem Freund der Ricky. Hangert im Heerkopf, Matzen an der Brennnesseln, leiden aufgebrachene Stiel von engem Möchtegräf. Das alles. Weiter breit findet der Steher kein Roden. Zanta derzeit sich der Steher noch engem Roden. Aber wenn du etwas Rotes unhörst, dann rodnest dir, pass auf, dass du dem Steher nicht über den Weh lebst. Sonst denkt ihr gleich, die wäret!